Herzlich willkommen zurück. Nein, 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 du musst mir nicht dagegen. Oh, wo wird denn auch der Rupusi? Das ist doch ein Job. Komm, suchen wir mal etwas mit Hintergrundmusik, wenn es klappt. Also läuft hier schon. Ich muss es ziemlich bestehen. Ich muss es aber auch hören, weil wenn ich nicht höre, kann ich mein Pickel nicht umbossen und ja, das ist eine gute Schwolle. Fahren wir mal, müssen wir auf der anderen Seite drüber. Haben wir noch gesagt, wir sind aus Versehen, ja, Joghurt. Das nicht, ich bin schon drauf. Die Playlist von Euro zum Beispiel noch erweitert. Das ist alles kostenfreie Musik, was ich gerade nicht. Mal schauen, ob ich den nicht reinpacke, wenn ich noch finde. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn er so einen Kratzmann versteckt. Und morgen bringt den Autofahrer gar nichts. Ich glaube, die erste Folge ist auch ein Video von Autorock Simulator. Das ist, glaube ich, jetzt die 60. Folge, wo ich gerade aufnehme. Ja, das ist die 60. Folge, wenn ich richtig liege. Ja, Special habe ich keine geplante Folge. Erst ab Folge 100 kommt eine Special, weil das ist mein längstes Video-Reihe. Ich schaue, dass ich auch mal oder kann man eine Playlist rein, ho? Da sieht man 100 Schritte Playlist und sagt von 1 bis 100. Ich mache auch Mod-Test, also wenn ich Mod-Test mal nicht in der Kabine fahren sollte, nicht nachträglich sein. Ganz, ganz offen ehrlich kann ich sagen, wenn man im Autorock Simulator Mod vorstellt, was neue Trailer betrifft, dann kann ich schlecht innen fahren, weil ich mich da auch so ein Außen zeigen will. Was mir aufgefallen ist, dass ein Teil nicht stimmt, was ich gesehen habe von Bildern. Weil ich noch zu dämlich war, kann das sein, dass er sich drüber das gesehen hat.
an die Trailer schauen wirklich schön aus. Und verdient man vor Kollegen genügend. Nur mit auch halt für genügend Geld kommen. Ne, das sind bei Mieten, dann habe ich auch die Motorräder noch benutzen müssen. Ich wäre realistischer geworden, dazu gehört auch ein anderes Cockpit in den Design. Danke, wenn man nicht. In Deutsch habe ich gerade Frankreich gelesen. Dann kannst du nicht teller machen, als wenn du was dunkel sein sollte, brauche ich. Tut mir leid. Das ist eben halt mal so, ich kann hier nicht nur. Weil ich will hier nicht irgendeine Mod, sondern irgendwie bestimmt gibt es eine Mod für Helligkeit, dass es ohne Tag ist, kann man einstellen. Ich sag, was ist das für ein Mod bitte? Und was sagt ihr, kommt auch so eine Idee. Was sagt ihr, möchte ich Tag und Nacht Zyklus haben, weil es ist viel schöner. Und zum anderen, der nächste ist der Tag ist wirklich gestrommelt. Da weiß ich dem Ding. Ach, Deutsche. Was mir vielleicht mal kaufen will, ist für ein Alltag Simulator 2 Gasbeton und Lenkrad. Vielleicht. Bin mir da noch nicht sicher, weil ich meine, wenn ihr das so will, ist mir günstiger. Und zum anderen. Das Problem ist dann wieder, wenn was nicht funktioniert, dann hat er die doch was auf auch wieder nicht. Wenn ihr das die Frames dann einstürzen in den Keller. Wenn ihr mit 30 EF auf und 30 eingestellt und dann ist er bei 15 um den Dreh. Und dann gibt es keine so großen Schwankungen. Wer sagt das richtig von aus? Ich weiß, welcher LKW das nicht so ist. Amen. Und auch noch mal hier sehen. Oder Mercedes. Amen oder Mercedes. Also mein Boss, aber weil wieder gut ist. Gute Farbe zu machen. Mal da nicht gut von.
Das war ja ordentlich. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht mit Husten, wenn ich in Villa Moros glaubte. Sagen wir mal. Beruhig dich mal! Ey, Alter! Also der Mod für den Trailer hat das auch eingeführt von anderer Mod. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber... Oder die Waldfee. Da kommt man sich ja vor wie ein... Wie in einer Rüttel, wie wenn man eine Rüttelplatte wäre, wo alles rumschüttelt. Nur beim Erdbeben. Aber Nation geht bis bei die neue Epoche, da kann ich euch sagen, die wir in Nation nicht gesehen haben. Was gibt's denn noch Neues? Gut, dann werde ich bald wieder aufnehmen. Was will ich dem noch aufnehmen? Vielleicht sogar ein LS wieder aufnehmen. Minecraft nennen. Vielleicht mal die Map vorstellen, die ich damals habe umgebaut habe. Ich habe eine Map gedonnert und ja, umgebaut. Weil irgendwie mir, so wie ich sie jetzt gebaut habe, viel besser gefällt als... Ach, vom Map-Ersteller. Weil ich sag mal so... Ist ja vielleicht... Manche Sachen waren vielleicht detailgetreuer oder vielleicht auch hübscher. Das Wohnhaus war hübscher, aber meine Güte. Musste eben halt mal weiter. Dann habe ich es wieder klein gemacht. Dann habe ich nur mit Bug machen, aber nee, nur weil davon wieder wegen dem Geld gekommen muss. Also schlagen die mal wieder und denken, wo bin ich fest und so, kommt da weg. Machen wir aber nichts weiter und mal schauen, was es bringt. Dass die Dinge da stehen, sondern immer. Besonders im England, im englischen Verkehr ist schon so vorne, wird es überholt von. Da muss ich den Verkehr nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es ein echt nebenbei auch so ist. Ich werde wahrscheinlich nie nach England fahren. Also Abflussdinger mit auf der Autobahn oder Schnellstraße, ey. Ist doch blöd. Das hat meine Ansicht. Wenn du mit der Hochgeschwindigkeit durchfährst, musst du schon festgeschraubt haben. Manche wundern sich, wieso ich ohne das Ding vor. Ich habe auf der Decke so ein Dings drauf. Ich bin feucht, tut der nicht. Kannst du wahrscheinlich auch machen. Nein, muss nicht sein, weil ich habe ja nichts irgendwas, wo ich sage, da brauche ich es. Also, das ist das. Drücken, ey. Also. Oh, mein Rücken, ey. Jetzt muss ich bis auf meinen Rücken aufpassen, toll. Sonst kann ich ja den auch nicht schlafen. Mit Rückenproblem.
teuer, der Diesel. Wehe. Aha. Ich glaube, da muss man da auch realistisch Dinge. Also, der Trailermotor ist mir hochheilig. Ganz unehrlich. In der Nacht ist es dunkel, am Tag ist es heller. Da muss man in der Nacht, ist es früher dunkel und bitter hell. Da wäre er schneller ab 70. Auch ohne jetzt ein Kollege, oder?